Ich muss jetzt so gehen, denn Hirscht ist meine absolute Lieblingssaison. Hauptsächlich, weil es da so viel schön Hirschtobst gibt. Von allmöglichen Äpfeln und Bieren bis hin zu Trauben und Quatschen, das alles dabei. Ich mache nur einen Tag, die sich mit vielen Sorten Obst zubereiten lässt, und ich greife heute nur den Quatschen. Für mein Galette brauche ich Quatschen, Butter, Zucker, Mehl und Eier für den Deeg und Nüsse für den Frangipan. Den Deeg von meiner Galette ist wirklich mein absoluter Lieblingsdeeg und ich benutze den für alle guten Tarten. Und am einfachsten geht es an der Küchenmaschine, aber ihr könnt es natürlich auch mit den Händen machen. Als allererst braucht man mal 250 Gramm Mehl. Und dabei könnt dann 125 Gramm kahle Butter. Und auch noch 60 Gramm Puderzucker. Und der Puderzucker, den hast du so richtig rein. Und das möchte nur, dass den Deeg so richtig schön glatt geht. Und könnt doch noch ein kleines Pot Salz dabei. Und da kann ich das ganz schon zu reinen Grimmeln mixen. Und ihr könnt noch ein Ei dabei und ein bisschen Wasser für den Deeg zu bannen. Also fehlt nur noch etwas Kleines für den Gou, und zwar Zitronensästen. Und ich finde das heute furchtbar gern am Deeg, aber ihr könnt aber auch am Platz zum Beispiel Vanille als Gou dran machen. Und da kann das ganz gut zu einem Deeg gemixt gehen. Und den Deeg den ist noch ganz Müll. Die Form ist zu einer Scheife und da kann in einer Stunde an den Frigo kommen, für dass er mich fest geht. Während den Deeg am Frigo ist, mache ich noch einen Frangipan für innen Obst. Und normalerweise wird der Frangipan mit Mandeln gemacht, das ist eine Sorte von Marzipan. Aber ich meine heute mit einer regionalen Nuss, und zwar der Walnuss. Und die brauche ich in Puderform und du willst hacken, ich stehe mal als echt klein. Und die kommen dann an eine Schüssel mit all meinen anderen Ingredienten. Als erstes mal ein bisschen Mille Butter. Und den Tripsen ich mal für Teest, für dass er wirklich gut mögt, als ich mit den Nüssen vermischt. Und da kommt noch ein bisschen Zucker dabei. Und ein Pots Kanel, weil ich das so gerne habe. Und es kommt auch noch ein bisschen Mehl dabei, weil du nur am Ege das so zu flüssig. Aber wenn das bis gut zusammenkommt, da kommt noch ein Ei dabei. Und das kann dann auch noch für eine halbe Stunde in den Frigo gehen. So, also kommen wir endlich und durbst um ein gut Quatschen. Und für die zu schneiden, habe ich einen mega coolen Vintage-Apparat. Und zwar mein Zack-Zack. Das ist ein ganz cool altmodisches Maschinchen und verschiedene von ihr Schwerten, die vielleicht auch noch daheim um Speicher empfangen. Und das ist wirklich mega praktisch, weil ich hole meinen Quatsch, stellen sie an den Zack-Zack und dann Zack-Zack, Assebrett, Zack-Zack. Die Quatsch-Saison bei uns in der Region die ist eigentlich recht im Oktober. Und ich kriege ihn da zwar schon ab August zu kaufen, aber das sind die Neuzuchten, die mir frisch und zeitig gehen. Die richtig allregional Quatschen, die kommen also recht wirklich, wenn der Hirsch schon dick am Gang ist. Okay, da das gemacht, da kann ich nur mein Deeg ausrollen. Ein Galette ist wirklich praktisch, für wenn ihr gerade keine Tarteform zur Hand habt, weil es kann ihn so einfach Freestyle machen.
Und ich fand doch so schön, weil du nur so rustikal ausgesagt. So, und eher lo de rasch drop könnt, hier bin ich mein Deeg schon auf dem Backblech, weil du nur hast du meine Stadt zu machen. Das ist auch nicht schlimm, wenn es nicht so groß wie der Backblech ist, weil das geht hier nur nach River geklappt. Und da kann dann lo mein Frangipan drop kommen. Und ich lasse rundherum einen Rand von ungefähr 5 cm, weil da das nur, wo ich den D-Schwert drüber zurückklappe. Und da können da mein Quatschen an einem schönen Muster drauf kommen. Und die Galette, die können da natürlich auch mit anderen Obstsorten machen, zum Beispiel mit Äpfel oder mit Beeren oder sogar mit Mirabellen. Und Mirabelle ist ja wirklich ein absolut lokal Frucht. Die geht wirklich nicht bei uns in der Region. Und zwar 70% von der globalen Mirabelle-Produktion wächst an der Lorraine. Und sie sind so stolz darüber, bei unseren französischen Nachbarn, dass sie alle Jahre zu Metz die Fête de la Mirabelle feiern. Und ich muss da unbedingt mal ein Jahr hin. So, und das Ganze gesagt, wie ein Tarte aus, für das dein Galette geht, muss ich nur mal den Rand nach oben klappen. Und als Final Touch bestreiche ich den Rand nach oben mit ein bisschen Milch. Und da kommt noch ein bisschen Zucker drauf. Und da kann mein Galette für 40 Minuten bei 170 Grad Umluft an die Schäfchen kommen. Und ich serviere sie nur immer gerne mit einem guten Flop-Schlagsahn. Guten Appetit! Bon Appetit, guten Appetit!